scheiße, weißt du? Das ist hammerbrutal. Die bringt nichts. Ja, da haben wir alle Statuen, ne? Ne, die da hinten noch. Das war's. So, Patrick, sollen wir es mal riskieren? Ja, ein Stück nur runter. Was? Es hat keinen Schaden gegeben, es hat keinen Schaden gegeben. Eine okay. Höhere Reichweite jetzt. Okay, okay, okay. Oh, doch. Verlierst HP. Bei mir laggt's. Ich bin ganz unten. Hab low HP. Wo bist du? Noch mein Pferdchen. Ah ja, da muss ich auch noch hin. Okay, welche Quest jetzt? Oh nee, war da das andere Quest. Die ist weit weg. Auch so weit weg. Siebzehn verlorene Ehering. Hast du die? Tägliche Siedler. Nein. Habe ich den aber irgendwo angenommen. Was hast du für eine Quest? Der Albtraumhof. Ist das die Wut? Grausige Geschöpfe. Die frohe Kunde. Ben Laurens Anfrage. Da ist das Wut, machen wir. Okay, Wut. Okay, ab. Ja, muss man etwas lang reiten. Ja, sind wir ja gewöhnt, ne? Diese Automove manchmal, ne? Nein, wie spät ist es schon? Boah, wie lange spielen wir das jetzt? Oh, schon gut lange, glaube ich. Dann machen wir die Quest noch und dann machen wir erstmal Feierabend. Jo. Kurz auf Klo. Ja, ich bewege mich. Ist das dann die Meterzahl, die man laufen muss? Oder ist 1160, 50? Also, wie gesagt, also das Spiel ist krass riesig. Also für jeden, der das spielen will, hier gibt es Unmengen an Dingen zu entdecken. Im Moment haben wir ein bisschen nur die Story-Quest durchgezogen, aber... Da bin ich ja. Alleine schon das ganze Wissen zu finden, krass. Ich weiß nicht, ob es dann spezielle Belohnungen gibt oder so. Wer bist du? Hm? Hast du mit dir selbst geredet? Ich rede mit meinen imaginären Freunden. Hab ich mal genehm. Hast du mich schon eingeholt? Keine Ahnung, ich hab Automove drinne. Er reitet, krass. Ich reite einfach mal durch. Das ist so interessant, ey. Mein Esel ist stehen geblieben. Lauf! Okay, es steht. Oh, es bewegt sich wieder.
Alter, diese Map, also von der Map, da komme ich noch nicht so ganz klar mit. Die ist ja so übelst riesig. Wir haben noch nicht mal ansatzweise die Hälfte, ne? Also Quest ist einfach hier in die Stadt oder es kann Dörflein, wo wir es hier extra ausbossen. Brutal. Ja, ich bin am Osttor. Raiders don't get mercy. Am I right? Was? Ihr müsst eure Best... Ach ne, hier hinten, an denen hier, wa? Okay, und da. Have you come to take part in putting the rebels down? If you help us, we'll offer you a nice reward. Ja, geil. Sprich mein Hauptmann Hermann Tito. Hermann Tito, da. Rebel bastards. You rue the day you ever crossed Tito. Aha, aber... That Al Rundi. I told him to surrender. It's not my responsibility now. Rebel bastards. You rue the day you ever crossed Tito. Okay. Niederschlag der Rebellion. Kannst du die Quest machen? Ja, wieso? Du nicht? Was steht denn bei dir? Soll mit denen hier sprechen. Ja, und was passiert dann? Nix, scheiße. Kann nicht mit denen sprechen, muss erst irgendwas machen. Warum, was sagt er denn? Irgendwelche Posten verbinden. Vorherigen. Can you tell Kruhorn that Tito needs a vacation? Al Rundi is too stubborn. Don't you agree? Rebel bastard. Keine Ahnung. I don't know what Al Rundi was like before, but he cannot be considered human being any longer. Vollbehindert. Kannst du es echt? Was denn? Kannst du nicht machen. Habe ich angerappelt zwischen Duell mit dir. Ich hab angerappelt. Weg Scheiße, Mann, Alter. Ey, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, kleine Muschi. Max, ob ich steht. Was denn? Holy! Bei mir leckt's gerade. Was ist denn da auf dem Boden rum? Oh. Verarsch nur Spaß, du. Ach so. Hattest du oder verliert er kaum HP? Ja. Hatte nicht.
Oh was? Das hat, wie hast du das denn gemacht? Scheiße, dann muss ich weg, Boah, nice. Ey, ich steh nicht mehr auf, komm nicht mehr zum Aufstehen. Fuck off. Was ist das Stück Scheiße? Was denn? Wieso hast du wieder so viel HP? Drückst du immer... Ich mach kein HP-Pod. Drückst du immer die 1? Nein, kein Stück, nicht einmal. Ich seh dich nicht. Nein, du bist unsichtbar! Warum? Warum bist du unsichtbar? Ja, dann bin ich nicht. Ich benutze die ganze Zeit schon HP-Pots, Alter, weil ich dir überhaupt keinen Schaden mach. Du bist... Ach, ja, Mann. Hallo? Du! Das Problem ist, du bist verbuggt bei mir. Du bist halt unsichtbar bei mir. Mit verarschen? Ich seh dich halt echt nicht. Keine Ahnung, ich schlag immer gegen die Luft. Wo bist du denn? Ach da. Das wirst du ja alles später sehen im Video. Ich glaube, du bist einfach nur vor mir. Jetzt töte mich endlich. Wurde sofortige Wiederbelebung ohne Strafe möglich. Bitte total voller Blut. Du bist aber bei mir unsichtbar, ne? Lol. Echt? Hä? Wo bist du? Ja. Ich seh dich halt echt nicht. Jetzt seh ich dich wieder! Ich seh dich wieder! Oh, verdammt, ich treffe dich nicht. Ja.
Fuck you! Deine Angriffshöhe? Was ist das? Weiter tot! Ich hab's nicht so einfach genial gemacht, oder? Was? Die Kämpfen ist auf jeden Fall schon mal geil, aber... Kommt den Kombos nicht klar, Mann. Ja, es ist... Scheiße, jetzt bin ich aufs Pott gekommen, jetzt. Umwerfen, ey. Ja, das kannst du ja auch. Siehst du? Fuck you. Und nebenbei die Mobs sterben bei unseren Gemetzel, ey. Oh, fuck off. Seid ihr gemoved? Was? Halt, stopp! Was ist das? Was? Wieso hast du voll AP? Ja, wieso hast du voll AP? Hä? Du hast komplett Skill! Ja, komplett voller AP? Ohne Witz? So, der ist vorbei. Ich will nicht mehr. Ich will auch. Warum? Das ist ja unfair. Ja, das abfängt seit einer Minute. Krass. Ja, PvP macht schon Spaß. Ich verstehe nur nicht ganz den Damage-Verhalten. Also ich mache dir übelst wenig Schaden. Also die Duelle sind lang, aber wenn du so einen unfairen Skill hast, dass du sofort wieder voller AP hast. Also ich habe ein Skill, dann kann ich unsichtbar werden und verschwinden. Das ist der Notflucht sozusagen. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Aber so an sich, naja. Und mein Skills, keine Ahnung, wo ich die... Ah, hier, so. So was kann ich machen, so sliden. Da brauche ich mal Ausdauer dafür, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von meinen Attacken, wie ich die wirklich mache, deswegen habe ich hier... Du kannst halt nur raufhauen, dass ich irgendwann hier die Skills mal aktivieren. Ja, das habe ich auch gemacht, ja. Warte, hier, warte, ich muss kurz mehr Wut brauche ich, warte. So, so. Ja, hau den Boden. Kann den aktivieren. Ach was, du kannst ihn jederzeit aktivieren? Ja, ich versuche halt nur Wut halt. Und es hat eine Minute Ablenkzeit, verdammt, den ich mich geheilt habe. Das ist krass. Ja, gut. Ich würd sagen, dann beenden wir erstmal heute hier. Ja. Aber wie gesagt, das ist riesig, das Spiel. Verdammt riesig. Also das, was wir machen, ist gerade mal Pipifax. Also drück einfach mal Escape und guck dir die einzelnen Fenster an. Drück mal P. Ach du Scheiße. Titel, was? Tagebuch können wir jetzt schreiben? Ja, Tagebuch, was du gemacht hast. Steht da. Und wenn du auf allgemein bist, da unten ist... Tag 1, wir sind Tag 1. Ach du Scheiße. Ja, nicht nur das, da gibt's noch Aufgaben und was weiß ich alles. Herausforderungen, Ereignis, Zeittypen, abgeholt. Keine Ahnung, ich hab nichts abgeholt. Und dann halt bei allgemein, wenn du auf allgemein bist, hier Stärke und Atem. Atem habe ich jetzt auf... Ja, immer noch Level 3, aber es ist schon etwas höher gegangen. Atem. Ungefähr, ja, mittig, rechte Seite. Abrichten.
War allgemein. Aber wie gesagt, da ist... Ich hab da keinen Atem. Was hast du denn da? Ich hab da abrichten, Fischfang, Jagd, Handel, Alchemie, Kochen, Bearbeiten, Sammeln, Anbau. Wo bist du denn? War allgemein, oder? Ja. Okay, krass. Da hab ich bei... Unter Abrichten... Hab ich Fischfang. Ja, da hab ich Atem, Stärke und Gesundheit. Hab ich noch nicht. Ja. Ach, da bist du dann doch ein Bauer. Ich scheiße, Alter. Nix keine Kartoffeln. Biografie, erzählt anderen von euch. Ohne Witz. Warte, hast du was in die Biografie geschrieben? Ups. Patrick? Was? Hast du was in die Biografie geschrieben? Okay. Nee, Gott nicht. Okay. Biografie, erzählt etwas von euch. Begleiter. Es wurde kein Begleiter. Oh Gott, Begleiter gibt's auch noch. Aber geh mal, drück mal H. Geh mal aufs Wissen. Und ich vermute mal, wenn man das alles erfüllt, dann kriegt man auch irgendwas, oder? Weil da steht immer Energie erhöhen um 0 von 4. Und ich verstehe das noch nicht so ganz genau. Also es ist krass, also es gibt viel. Na gut. Rang. Oh, haben wir schon Rang? Du kannst meine Biografie lesen, glaube ich, wenn ich eine habe. Jetzt. Warte. Biografie. Mein Name ist Reaper the Fat Guy. Ich komme aus der edlen Familie Reaper the Only One. Wir sind alle Fat Guys. Spacko, Alter. Ist krass, ne? Also das ist ja schon fast eine richtig Reality Show. Nee, wie nennt man sowas? G-Game kann so richtig krass draus machen hier. Ja, nicht nur das, also wenn ich das so sehe... War richtig hardcore. Also, was ich denn so sehe mit Pferden so, was du da machen kannst, also männlich, weiblich, wahrscheinlich kannst du die auch noch paaren und so ein Mist. Ja, gibt's jetzt eine Stimme. Ja, überleg mal, das ist ein Spiel für alle, Mann. Also, das ist... Hier kannst du wirklich, ja, du musst ja nicht unbedingt leveln, du kannst einfach... Häuser kaufen. Ja, du kannst einfach... Kannst deinen eigenen Stall eröffnen. Das siehst du, für kleine Mädchen ist das Spiel doch auch was. Die werden sich wahrscheinlich nicht so bescheuert kleiden wie du. Mit ja. Mit Und was weiß ich? Vielleicht ihre. Also ich denke mal, hier gibt es einige Sachen zu tun. Also viel zu entdecken. Also das ist mega. Also gucken, wie mein Gesicht aussieht, wenn ich einfach nur doof rumstehe. Ja, du siehst einfach nur traurig aus. Trauriger Clown. Ja. Naja, gut. Damit beenden wir das hier. Ich habe immer noch keinen Auslog in Batum gefunden. Doch! Ey, das wäre ja dann wie bei Dix hier, sag mal, Sword Art Online. Wir können uns nicht mal ausloggen. Ah, verlassen, da. Ja, unten, also Escape und dann Verbindung trennen. Gut. Ciao. Ja, warte, das mache ich jetzt auch nochmal. Ach, da drunten drauf, verlassen. Charakter wechseln, Kanal wählen. Spiel beenden. Wollen Sie das Spiel beenden? Okay. Spiel wird in 8 Sekunden beendet. Sogar mit Countdown.
Programm hat sich aufgehangen. Echt jetzt? Ja. Hat sie da ein bisschen Matten gerade gemacht. Aber bei mir habe ich jetzt ein weißes Bild. Ja, ich habe nur ein weißes Bild. Keine Ahnung, das scheint wohl es gewesen zu sein. Hintergrundgeräusche höre ich zwar noch. Windows-Taste geht. Oh, Windows Firewall. Ja, ja, ja. Aber ich kann nichts öffnen. Warte mal. Jetzt ist es zu. Alles klar. Gut. Dann verabschieden wir uns von hier aus. Ciao.